Schaut euch das hier an. Der Schnee ist gefallen, der Winter ist zurück und ich darf euch in diesem Video mitnehmen in einen so abwechslungsreichen Skigebietstest, wie wir ihn noch nie auf diesem Kanal verfilmt haben. Wir nehmen euch mit zum Skifahren in Graubünden in der Schweiz und genauer gesagt nach Davos Klosters. Welche Gebiete sind hier interessant für euch? Was erwartet euch, wenn ihr hier zum Skiurlaub hinfahrt und lohnt es sich für euch? Das klären wir in diesem Video und jetzt Kamera ab, viel Spaß mit den Aufnahmen und los geht's! Auf geht's! Wart ihr schon mal im Winter in Graubünden und wenn ja, wo genau? Habt ihr Tipps und Hinweise? Ich freue mich auf eure Kommentare, da können wir alle von profitieren und natürlich eine gute Zeit im Skiurlaub haben. Und jetzt weiter im Takt. Wir starten unsere Erkundung hier oben auf dem Jakobshorn auf 2590 Metern über MN und das bei diesem Panorama. Alle Informationen rund um die verschiedenen Skigebiete hier in Davos Klosters, die gibt es gleich in diesem Video. Aber jetzt erstmal rauf auf die Bretter und Skifahren. Los geht's! Also Jakobshorn, zeig mal her! Nach den ersten Skifahrten des Tages geht es jetzt auf zu einem kleinen Highlight hier oben am Jakobshorn und zwar da drüben zur Jazzhütte. Die schauen wir uns an, bevor dort der große Trubel beginnt. Also auf! Schauen wir uns das Ganze mal an! Noch ist es recht ruhig hier oben auf der Jazzhütte. Gerade wird alles vorbereitet, bevor der große Trubel beginnt. Und dafür ist diese Hütte hier oben auf über 2500 Metern bekannt. Für die legendären Après-Ski-Partys, für Vollmond-Partys, für tolles Ambiente mit direktem Bergblick. Und dazu seht ihr gerade auch ein paar Aufnahmen. Wir zeigen euch so ein bisschen die Highlights der Hütte. Let's go! Und vielleicht erkennt der ein oder andere von euch schon, bei diesem Panorama stehen zwei Jacuzzis und das findet man häufiger in Graubünden, Hotpots am Berg. Schaut euch das hier mal an. Wenn ihr dann sowas bucht, kriegt ihr diese Liegestühle hier, vielleicht mit einem Säckchen oder dem allem, was ihr wollt und natürlich ein Jacuzzi am Berg mit heißem Wasser. Ich teste das mal kurz an. Ja, das kann man sehr gut aushalten. Eine kleine Palme und diesem Bergpanorama. Noch irgendwelche Fragen? Wir gehen jetzt mal rein und testen noch eine Spezialität hier in der Jazzhütte. Die will ich euch nämlich auch noch vorstellen. Auf geht's! Danke dir. Nice. Und dieses Getränk hat hier Kultstatus. Das ist der Kaffee Sex, jetzt für mich einzeln serviert im kleinen Glas. Und ja, das trinken wir jetzt und dann geht's weiter Skifahren. Wenn ihr herkommt, probiert das mal aus. Mhm. Okay, Kaffee und auf jeden Fall auch ein bisschen was Alkoholisches drin. Nicht zu viel davon. We'll be right back.
Kommen wir zum obligatorischen Faktencheck. Was erwartet euch, wenn ihr zum Skiurlaub hier nach Davos Klosters kommt? Zunächst einmal erwarten euch 6 verschiedene Teilgebiete, die sich rund um die Orte Davos und Klosters verteilen. Und jedes dieser Gebiete hat nochmal seine eigenen Facetten, da gehen wir gleich drauf ein. Und es erwarten euch grob 250 Pistenkilometer über alle Gebiete verteilt und damit auch über 80 verschiedene Pisten und Abfahrten, also richtig was geboten. Die Höhenlage insgesamt ist von grob 800 bis 2800 Metern und damit ist die Region von grob Anfang November bis Ende April zum Skifahren geöffnet. Kommen wir jetzt zu den 6 verschiedenen Teilgebieten. Dabei starten wir mit dem, wo wir gerade sind, nämlich dem Jakobshorn mit 55 Pistenkilometern und der sogenannte Fun Mountain hier aus Davos. Nämlich für alle interessant, die sowohl Spaß beim Skifahren als auch nach dem Skifahren haben wollen, mit der Jatzhütte, die wir uns eben angesehen haben und auch mit dem Jatzpark, dem Freestyle Eldorado hier. Große Kicker erwarten euch da und auch die Superpipe unten im Tal. Und wie wir eben gesehen haben, ist das Jakobshorn auch für Freerider sehr interessant, mit einigen auch ausgeschriebenen Skirouten. Auf der anderen Seite von Davos ist dann Pazen. Und dieses Skigebiet, was wir später im Video auch noch besuchen werden, also unbedingt dranbleiben, hat grob 100 Pistenkilometer und erstreckt sich von Davos Richtung Klosters. Und da bist du zu Hause, wenn du sportlich auf der Piste unterwegs sein willst. Viele steile Hänge, viele sehr spannende Hänge und das macht richtig Spaß für die sportlichen Skifahrer unter euch. Familien hingegen sollten eher aus Klosters nach Madrisa in das Skigebiet mit grob 30 Pistenkilometern gehen. Da sind die Einsteiger, die Kids, richtig gut aufgehoben. Das ist überschaubar und hat so seine eigenen Facetten. Wenn ihr es ein bisschen ruhiger und abseits vom Trubel haben wollt, dann fahrt zum Rhinahorn mit grob 49-50 Pistenkilometern sehr stark zum Freeriden und auch für Familien. Dann noch einen einheimischen Tipp fürs Freeriden, das ist der Pisha. Ungespurtes Skigebiet bedeutet, der Lift führt hoch und es gibt keine Piste. Aber wenn ihr Freeriden gehen wollt und das Ganze toll erleben wollt, ist Pisha eine super Option. Und zu guter Letzt Teilgebiet Nummer 6 und das ist die Schatzalp, die wir jetzt gerade da drüben auf der anderen Seite des Hangs sehen. Und heute ist eben an der Schatzalp auch noch ein kleines, feines Skigebiet, Slow Mountain. Da kann man ganz beruhigt fahren und vor allen Dingen auch Schlitten fahren. Also, ihr kommt auf verschiedene Wintersportaktivitäten und ganz abwechslungsreiche Gebiete, wenn ihr hier seid. Jetzt haben wir lang geredet, jetzt fahren wir weiter und schauen uns dann gleich im Verlauf auch das Skigebiet Pazen an. Weiter geht's, auf geht's! I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Was für ein herrlicher Skitag hier oben. Perfektes Wetter immer noch. Und schaut euch das Panorama mal an. Wir sind gerade hier mit dem Bremer Bühl Sessellift hochgefahren auf die andere Seite vom Jakobshorn Skigebiet. Bisher waren wir hier jetzt gesehen links im Bereich der Jatzhütte. Dort habt ihr breite rote Pisten gesehen, blaue Pisten. Da könnt ihr euch austoben. Und hier auf dieser Seite geht es insbesondere rechts in den Bereich des Freerides. Auch für Anfänger, das zeigen wir euch jetzt. Zunächst einmal habt ihr hier einen fantastischen Blick über Davos und den Davoser See, den wir gerade zum ersten Mal hier richtig sehen. Traumhaft, alles in weiß. Besser kann es gar nicht sein. Und was ich euch erklären wollte im Bereich des Freerides, und zwar gibt es oben vom Jakobshorn, wo wir ganz zum Start waren, eine Freeride Learn Line, die man als Einsteiger eben fahren kann. Denkt natürlich dabei immer trotzdem komplett an die Lawinenausrüstung, bedeutet LVS, Pieps, Rucksack und Schaufel. Und dann geht es eben dort hinten rum und das sieht man auch unten leicht, die kommen dann quasi hinten um diesen Berg rum. Und wenn wir jetzt einmal hier die Kamera schwenken, alles was hier so rechts von der Piste liegt, ist auch wirklich gut Freeride technisch möglich. Das heißt, ihr könnt euch hier oben echt austoben. Achtet auf eure Sicherheit. Wir bleiben heute auf der Piste. Hier geht's runter und dann geht's jetzt auf die Talabfahrt Richtung Davos und dann sehen wir uns im Skigebiet Pazen wieder. Bis gleich.
gerade an jeder Stelle anhalten, weil es einfach so schön ist. Wahnsinn. Das Licht. Boah. Ein Traum. Gerade raufgefahren mit einer traumhaften Bergbahnfahrt aus Davosdorf hier hoch ins sportliche Skigebiet Pasen, das zweite Skigebiet, was wir euch vorstellen möchten. Gerade stehen wir hier am Weißflurjoch auf 2600 Metern und jetzt heißt es, die Highlights dieses Gebiets und auch die Verbindung nach Klosters euch darstellen. Das machen wir jetzt, also rauf auf die Ski und genießen. Traumhaft, kann man nicht anders sagen. Und von hier aus habt ihr den direkten Blick dann ins Skigebiet, wo wir am Anfang des Videos waren, nämlich zum Jakobshorn. Da drüben, perfekt gerade im Blick. Und hier geht's runter nach Davosdorf. Ich muss weiter, Leute. Ganz stark die ersten guten Kurven hier oben gefahren und jetzt dieser Ausblick hier. Da hinten raus liegt übrigens Klosters, da werden wir gleich auch noch hinfahren. Und hier unten seht ihr gerade das Igludorf, ein Highlight hier im Gebiet. Das wollen wir euch jetzt mal genauer zeigen. Fahren wir hin und schauen uns das an. Los geht's! Stark, ihr seht es hier schon, hier ist ein ganzes Igludorf aufgebaut, in dem ihr übernachten könnt. Wir werfen jetzt mal einen Blick rein und schauen uns an, wie das dann aussehen würde, wenn ihr hier oben am Berg schlaft. Gerade hier drin im Iglu angekommen. Es ist größer als man denkt und haben direkt den Stoffel getroffen, den Leiter hier oben. Grüß dich. Hallo Marius, alles gut? Ja, soweit so gut. Also das Iglu an sich, ja, ist nicht nur diese Lounge hier, sondern ihr seid ein Hotel mit verschiedenen Räumen. Wie viele Menschen kommen denn hier oben unter bei euch? Ja, wenn wir komplett voll sind, haben wir Platz für 42 Personen. Heute Abend haben wir nur 25. Aber wir hätten noch Platz für viel mehr. Ja, stark. Also da kann man natürlich in verschiedenen Räumen hier oben am Berg schlafen. Du hast schon eben mir beschrieben, es gibt verschiedene Kategorien. Nimm uns da kurz mal mit. Wer kann hier unterkommen? Wie kann man hier schlafen? Genau, hier kann natürlich jeder unterkommen. Wir haben verschiedene Zimmerkategorien. Zimmer mit WC, Zimmer ohne WC, Zimmer für Gruppen, also sprich mit großen Betten und noch was ganz Spezielles. Zimmer mit einem eigenen Jacuzzi drin. Also die Suiten hier oben im Iglu und das Ganze auch unter einem Motto dieses Jahr, mittelalterlich haben wir gesehen. Also die Zimmer haben eigene Eisskulpturen und so, sieht alles sehr, sehr spannend aus. Ich nehme an, das ist beim Aufbau auch eine ganz schön große Geschichte, ne? Oh ja, der Aufbau ist eine riesige Geschichte, es sind 3,5 Wochen härteste Arbeit, glaube ich, damit wir jetzt hier im Sherwood Forest sitzen können. Also für euch eine richtig coole Option, mal am Berg zu schlafen, unterzukommen. Ihr findet alles auf der Internetseite. Wir verlinken euch das Ganze auch unten. Dann können sich die Leute es gerne mal anschauen und dann am Berg schlafen. Danke dir, Stoffel, und eine gute Saison. Danke, Marius. Ja. Viel Spaß. Bis dahin.
spannender Eindruck hier am Igludorf. Da seht ihr es auch nochmal von außen. Ihr könnt auch einfach mal so da vorbeischauen und euch die Hotelzimmer angucken. Müsst nicht unbedingt dort direkt schlafen. Für uns geht es jetzt weiter im Skigebiet und zwar Richtung Gotschnagrad. Ich bin gespannt. Soll so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt sein, bevor wir uns dann später mal über den Nostalgie-Run Richtung Klosters bewegen. Auf geht's! So, Teil vom Snowpark. Haben wir jetzt mal hier über eine kleine Funslope. Ich sehe schon ein paar Hügel mit drin. Schauen wir mal, wie das so ist. There you go again. Looking so handsome. Oh, you have your way. And it's making me weaken. You and your status. Walking like that. Really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you. Am Gotschnagrad angekommen auf 2265 Metern und von hier aus gibt es einen fantastischen Ausblick in Richtung Davoser See, der da unten im Tal liegt. Und wenn wir in Klosters sind, kommen wir dann wiederum hier oben am Gotschnagrad an, nämlich da drüben mit der Gondelbahn aus Klosters hinauf. God knows I tried to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do. Eine starke Abfahrt hier zur Talstation der Skiferbahn, durch den Wald, kleine Skihütten mit dabei, Traum. Jetzt hoch, auf zum Nostalgie-Run. Jetzt sind wir angekommen am Weißfluggipfel auf über 2800 Metern und hier startet er jetzt, der Nostalgie-Run oder eben auch bekannt als Pasen-Abfahrt. Insgesamt führt sie uns 2000 Höhenmeter bergab und dabei 12 Kilometer. Wir können sie heute in diesem Video leider nicht komplett fahren, denn sie führt nach Küblis und wir wollen noch nach Klosters raus, um euch auch das noch zu zeigen. Aber wenn ihr hier seid, ist das auf jeden Fall ein großes Abenteuer. Hier kommt man so ein bisschen auf die Spuren der Skipioniere, die hier in Davos unterwegs waren. Und ja, man fährt ganz schön abseits, denn der Nostalgie-Run führt nicht so sehr an den Liftanlagen vorbei. Also, Ski anschnallen, wir fahren jetzt ein Stück davon. Los geht's! Auch so stark an einigen Stellen wie so ein Kanonenrohr, das euch rausschießt und dann richtig steil. Die Piste da zwischenzeitlich wirklich gut schwarz und wir halten uns weiter links. Ganz stark. Hier an dieser kleinen Schutzhütte, die wir euch gerade einblenden, trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Auf der linken Seite geht der Nostalgie-Run, die Pasen-Abfahrt, weiter Richtung Küblis und auf der rechten Seite geht's runter nach Klosters und das zeigen wir euch jetzt. Abfahrt, Talabfahrt! Willkommen in Klosters. Hier erstreckt es sich
und wir fahren gerade die Talabfahrten. Ziehweg, der sich durch den Wald und gerade durch die verschneiten Bäume schlängelt. Wir zeigen euch den Ort jetzt nochmal von ein bisschen näher in den Aufnahmen. Viel Spaß damit. Angekommen jetzt hier unten im Ort von Klosters und da seht ihr die Gottschnerbahn, die von hier aus wieder hoch ins Skigebiet Pasen startet. Ja, und wenn ihr nach Klosters hinabfahrt, dann nutzt die Chance, euch auch mal in diesem Alpenort umzuschauen. Es ist malerisch und das wissen auch viele Prominente und auch die englischen Royals zu schätzen, die hier immer einkehren, wenn sie ihren Urlaub machen und natürlich neben dem tollen Ort auch direkt die Möglichkeit, zurück ins Skigebiet zu kommen. Und das machen wir jetzt auch wieder mit der Gottschnerbahn oben auf den Gottschnergrat. Los geht's! Und jetzt geht's für uns zurück nach Davos, wo wir auch das Fazit ziehen wollen zu diesem Video. Lohnt es sich, hier hinzukommen und für wen lohnt sich welches Gebiet? Also, auf geht's! Ziehen wir rüber. Wir sind bei der letzten Abfahrt angekommen. Ihr wisst, gut aufpassen bei der letzten Abfahrt. Da habe ich ja jetzt meine Erfahrung mit. Panorama daraus ist noch richtig schön. Die Sonne geht gleich unter. Wir fahren jetzt Richtung Davos und ziehen dann unten unser Fazit. Ziehen wir den Schlussstrich und fassen einmal zusammen, was wir hier erlebt haben zum Skifahren in Davos Klosters. Ihr habt es gesehen, die verschiedenen Orte bieten sehr abwechslungsreiche Möglichkeiten, Skifahren zu gehen. Und das ist es in meinen Augen genau für euch. Es lohnt sich, wenn ihr diese Abwechslung mögt, nicht nur in einem Gebiet, sondern gern auch mal ja, verschiedene Regionen, verschiedene Hütten, verschiedene Berge erkunden möchtet. Ein Hoteltipp an dieser Stelle, wir waren im Hotel Griecher direkt an der Talstation der Jakobshornbahn untergebracht. Es war sehr schön und das Hotel bietet etwas ganz Besonderes, nämlich 7 angebundene Restaurants, wo ihr vom Käsefondue über das klassische Halbpensionsrestaurant dann hin zum Chinesen oder auch zu Sushi und ganz verschiedenen Speisen kommen könnt. Also auch da Abwechslung geboten. Und wenn euch das noch nicht genug ist, hier in Davos Klosters zum Skifahren zu kommen, dann schaut euch Graubünden generell an. Dazu habe ich euch unten in der Beschreibung einen Link zum sogenannten Winter-ABC verlinkt. Da sind nochmal ganz andere Facetten des Wintersports, vielleicht auch mal Paragliden, Langlaufen, all das, was so stattfinden kann im Winter in Graubünden. Direkt unten in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, dass euch dieser Skigebietstest gefallen hat, ihr eine neue Region für euch entdecken konntet. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, was jetzt genau hier eingeblendet ist. Vielen Dank auch an Felix, der hinter der Kamera steht. Es waren sehr kalte und anstrengende Tage. Danke Felix und auch an Aileen, die das Video geschnitten hat. Bis dann und tschüss aus der Schweiz.